Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und vielen Dank fürs Einschalten. Das letzte Video ist ja schon wieder so einige Zeit her und genau deswegen habe ich zwei Themen, über die ich in diesem Video gerne sprechen möchte. Das soll jetzt hier aber kein reines Infovideo werden, sondern im Anschluss werde ich noch einige Pickups zeigen. Ja, da gibt es dann auf jeden Fall noch was zu sehen. Ich werde das Video jetzt auch nicht großartig schneiden, sondern ich möchte einfach völlig ungeschnitten über die zwei Themen sprechen. Und wenn ich mich verhasple, ja, dann ist das halt so. Ne? Zuallererst erstmal vielen lieben Dank für die rege Teilnahme an der Umfrage, die ich bei Twitter gestartet hatte, bezüglich der Länge meiner Videos. Ja, da ging es ja darum, so zur Erinnerung, ob ihr lieber längere Videos haben möchtet mit mehr Pickups oder ob ihr lieber kürzere Videos haben möchtet mit weniger Pickups, dafür aber vielleicht mehr Infos zu den gezeigten Spielen. Die Mehrheit von euch haben für die kürzeren Videos gestimmt. Ich werde versuchen, beginnt mit diesem Video, wobei ich das jetzt bei diesem Video nicht versprechen kann, ob ich mich daran halten werde, aber ich werde in den zukünftigen Videos, in den Pickup-Videos auf jeden Fall versuchen, mich daran zu halten, nicht über die 20-Minuten-Grenze hinauszuschießen. Falls doch, seht es mir bitte nach. Ich werde da mit Sicherheit so einige Zeit brauchen, um mich da einzupendeln, aber das wird schon. Da gehe ich dir sehr stark von aus, dass das wird. Das war das erste Thema, nur ganz kurz. Das andere Thema ist eben wegen meiner Abstinenz, ne, meiner YouTube-Abstinenz, so in den letzten 2 Monaten war das jetzt, glaube ich. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit und auch eine Zeit, die für mich persönlich nicht mehr akzeptabel ist. Ne. Ich habe versucht, euch immer wieder so ein bisschen zu informieren über Twitter. Einige von euch sind auch bei mir im Discord und da einige Infos mit dazu zu geben. Mit einigen von euch habe ich auch persönlichen Kontakt. Ich habe mich auch mit einigen von euch persönlich angefreundet. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Diejenigen, die ich meine, die wissen, wer auch gemeint ist. Ja, und zwar, warum ich jetzt so lange keine Videos machen konnte. Ich konnte halt nicht. Und zwar war bei mir wieder eine ganze Menge los. Ich hatte sehr viel Stress, auch privat so. Ja, es ging halt drunter und drüber. Ne? Ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ne? Diejenigen von euch, die mir etwas näher stehen, die wissen da Bescheid. Und ich möchte euch einfach auch nur, soll jetzt keine Rechtfertigung sein oder so, aber ich möchte euch halt einfach auch gerne darüber informieren, was denn da so los war. Zumindest das mal eben anreißen. Ich habe einen Arbeitgeberwechsel hinter mir. Ne, aus persönlichen Gründen, weil das für mich ja nicht mehr einherging und bei dem ganzen Stress, was bei mir, einfach los war so in der letzten Zeit, ging es mir halt auch einfach nicht gut. Ne, ich bin da tatsächlich, das ging so weit, dass das sich auch körperlich ausgewirkt hat. Ich bin da krank von geworden. Ich war die letzte Zeit, also eine längere Zeit krank. Tatsächlich. Und da konnte ich mich dann natürlich auch nicht darauf konzentrieren, großartig Videos zu machen. Mir hat dann auch einfach kaum noch etwas Spaß gemacht. Also die Sachen haben mich runtergezogen tatsächlich. Und ja, die sah mich halt nicht in der Lage, großartig Videos zu produzieren. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall ändern. Ich weiß, in der Vergangenheit gab es jetzt schon öfters so eine Art dieser Videos, wo ich das gesagt habe. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Immer wieder kam irgendetwas dazwischen. Da steckt man nicht drin. Ne? Da kann ich leider auch nicht so wirklich was für, aber ich versuche zumindest euch darüber in Kenntnis zu setzen. Es macht mir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spaß, diese Videos für euch aufzunehmen. Ich hoffe, das merkt man auch, wenn ich hier gerade so ein bisschen ruhiger bin. So nach ja, gut 2 Monaten überhaupt nichts. Ne?
um ehrlich zu sein, bin ich auch ein bisschen nervös. Das kann man bestimmt so ein bisschen nachvollziehen. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Videos auch immer weiter wieder verbessern. Ich muss halt einfach wieder reinkommen in den Redefluss. Und dann wird das schon. Ich hoffe, dass ihr das soweit nachvollziehen und verstehen könnt. Ich bitte darum Verständnis. Und ja, in der nächsten Zeit wird es dann auf jeden Fall, ne, das verspreche ich euch, mehr Videos geben. Auch zu anderen, ja nicht Themen, sondern andere Formate habe ich so im Hinterkopf, die ich gerne machen würde. Als Inspiration dienen mir da auch so einige meiner geschätzten YouTube-Kollegen. Da habe ich so einige Formate gesehen, die ich gerne, woran ich mich gerne orientieren wollen würde. Ein paar von denen habe ich auch persönlich gefragt, ob die damit ein Problem hätten. Nö, alles cool. Ne? Von daher arbeite ich da auch schon dran. Und da wird in den, ich will jetzt nichts so weit versprechen, aber ich plane auf jeden Fall während des Septembers, also noch bevor ich die neue Arbeitsstelle zum Oktober hin antreten werde, da auf jeden Fall ein, zwei Videos von den anderen Formaten dann zu produzieren und hochzuladen. Na, damit da auch so ein bisschen Abwechslung kommt, weil immer nur Pickup-Videos oder Streams möchte ich persönlich dann auch nicht. Ich möchte mich auch weiterentwickeln und euch eine gewisse Bandbreite an Inhalten bieten. Ne? So, das war es dann soweit mit dem Infoanteil. Ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr gehaspelt oder so. Ne? Wie gesagt, ich muss da erstmal wieder so reinkommen. Auf jeden Fall vielen Dank bis hierhin für euer Verständnis und fürs Zusehen. Jetzt kommen wir aber zu den Pickups. Ne? Ihr wollt ja noch was sehen. Und zwar beim letzten Mal. Was heißt beim letzten Mal? Bei dem Sega Saturn Video, genau. Ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich zwei Spiele vergessen habe. Und zwar das eine habe ich noch beim Deal von Retro-Spiel dazu bekommen. Und zwar ist das, hat er mir auch gesagt, ein Must-Have eigentlich für die Sammlung. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es davon auch eine PAL-Version gibt. Ich meine, das Grundspiel an sich ja, aber vielleicht diese Version nicht. Und zwar ist das Sega Rally Championship Edition? Nö. Sega Rally Championship 1995. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es davon, International Rally steht noch drauf, ob es davon eine PAL-Version gibt. Das ist die japanische Version. Ne? Rally Games, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich dem Christoph auch gesagt, sind eigentlich nicht so mein Genre. Ne? Also ich bin eigentlich ein Rennspiel- und Rally-Game-Muffel. Ne? Aber ich sehe das eigentlich genauso, wenn man sammelt dafür. Ne? Da zu dem Zeitpunkt war ich mir noch gar nicht so sicher. Ich hatte einfach mal Bock da drauf, ne? Und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich eine Sammlung davon aufbauen möchte. Es gibt also spezielle Titel, die ich von Sega Saturn gerne hätte. Noch eins davon seht ihr da. Habt ihr auch in dem Video gesehen. Da sagt er ja, dass das auf jeden Fall mit dazu gehört. Ist auch kein teurer Titel, das kriegt man für ein paar Euro. Ne? Auf jeden Fall mal kurz die Liste zeigen. Hoffentlich spiegelt das nicht so sehr. Das sieht da hinten nämlich ein bisschen unordentlich aus, aber das ist mir gerade egal. Ja genau, dahinter hat man noch dieses schöne Logo dabei. Ne? Ich hoffe, das hat man gerade so gut gesehen. So, ne? Und ja, hat er mir dann da dazugegeben. Dann hatte ich noch was vom lieben Commander Dennis gekauft, ne? Vom NES-Kommando. Und zwar ist das Castlevania Symphony of the Night in der Japano-Edition. In der japanischen Version. Gibt es auch nur für den Sega Saturn als japanische Version. Genau, hat er mir für einen guten Kurs gegeben. Was er nicht wusste oder sich nicht mehr sicher war, ob die Spinecard dabei ist. Die ist tatsächlich dabei, wie man hier sehen kann. Alles in einem super schönen Zustand. Ja, im Originaltitel heißt das, hoffentlich kriege ich das im Kopf noch richtig hin, Akumajou Dracula X Gekka no Yasukyoku. Also auf Deutsch, nee, auf Englisch übersetzt wäre das Eisen Devil Castle Dracula. Nocturne in the Moonlight. Wenn man irgendwie Sega Saturn Videos auf Englisch guckt, dann wird dieser Titel auf jeden Fall des Öfteren mal zu hören sein. Denn es ist wirklich ein, ne, man kennt Castlevania Dracula of the Night, ja. Symphony of the Night natürlich. Und
es zählt ja bis heute als einer der besten, wenn nicht sogar das beste Castlevania-Spiel. Und diese Version hat so eine Eigenheit, nämlich hat es quasi so eine Art Easy-Mode. Ne? Wird jedenfalls in der Community oft so genannt. Es ist auch bedeutend einfacher, als jetzt mit Alucard durchzuspielen. Nämlich die gute Maria kann man da spielen, und zwar nur in dieser Version. Ne, die hat auch so einige besondere Moves drauf. Ich habe mit der schon ein bisschen gespielt, macht auf jeden Fall sehr viel Bock. Technisch gesehen ist das eigentlich aber die schwächste Version, weil der Sega Saturn hat da irgendwie mit Transparenzeffekten und so seine Probleme, leider. Was aber eher daran liegt, dass es damals relativ kompliziert war, dafür zu entwickeln. Für PlayStation und so weiter war es einfacher, aufgrund der Architektur, so als kleine Randnotiz. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Es gibt leider einige Slowdowns während des Spiels an bestimmten Stellen, aber tut mir jetzt keinen Abbruch. Ich habe auf jeden Fall Spaß an dem Spiel, und so kann man auch so ein bisschen, weil das halt komplett auf Japanisch ist, so seine Sprachkenntnisse auch so ein bisschen festigen und ja auch erweitern. Ne? Wenn man zum Beispiel ein Item einsammelt, dann steht das da auf, wird das immer eingeblendet, der Name auf Japanisch und so. Kann ich halt auch so ein bisschen das Zeichenlesen noch ein bisschen weiter festigen. So, jetzt habe ich wieder viel zu viel rumgelabert. Das war dann das. Dann habe ich mir was beim GameStop gekauft oder eingetauscht vielmehr. Und zwar sind das zwei Games in einer Special Edition sozusagen. Und zwar einmal Kingdom Hearts 3. Das habe ich jetzt hier ausgepackt. Das haben wir auch einmal im Stream durchgespielt. Na, da sind so ein paar Goodies bei. Und einmal Rage 2 in der Deluxe Edition. Oder? Wie ist das? B statt D. Deluxe Edition, genau. Bei Kingdom Hearts sind noch einige Goodies drin. Nee, die zeige ich jetzt. Beim Rage 2 war halt nur der Season Pass und dieser schöne Wingstick drin. Ne? Den werde ich auch nicht auspacken, weil ich den sowieso nicht durch die Gegend werfen werde. Außer jetzt. So, auf die Couch. Bei Kingdom Hearts war da ein bisschen mehr bei. Ach ja, wegen Gameplay. Zu Rage 2 kann ich nichts mehr, kein Gameplay anzeigen, weil ich das Spiel nicht mehr habe. Das habe ich bei GameStop auch wieder abgegeben, weil es hat mir nicht gefallen. Den ersten Teil haben wir im Stream gespielt. Ne? Ihr wisst, die Shooter von id Software, die mag ich besonders gerne, weil ich mit Doom und so weiter aufgewachsen bin. Aber Rage 2, das war so eine Co-Produktion von id Software und den Avalanche Studios, die unter anderem Just Cause gemacht haben. Und das macht sich leider auch bemerkbar. Ne? Wer einige Just Cause-Teile gespielt hat, der weiß, dass es da so eine gewisse Formel gibt. Ne? Und mehr sage ich dazu jetzt nicht. Also es spiegelt sich auf jeden Fall in Rage 2 auch wieder, und das hat mir einfach nicht gefallen. Ne? Deswegen habe ich es. Ich war da ziemlich enttäuscht. Ne? Bei Kingdom Hearts 3 war ich weniger enttäuscht, das fand ich war sehr, sehr gut. Ohne jetzt spoilern zu wollen. Das Ende hat mich nur ein bisschen enttäuscht, aber das scheinen sich die Geister. So, das sind die Goodies einmal. So ein Sora-Pin. Den packe ich auch nicht aus. Der kommt in die Vitrine. Den lege ich jetzt erstmal hier hin. Dann ein schönes Artbook war noch dabei. Davon brauche ich jetzt auch kein Gameplay zu zeigen. Wie gesagt, das haben wir im Stream durchgezockt. Da bin ich jetzt gerade ans Mikrofon gekommen. Mach einmal kurz mal. Ja, guck mal, das ist doch schön hier. Ne? Das weiß man ja selbst, wenn man Kingdom Hearts 3 noch nicht gespielt hat, dass da die Monster AG mit vertreten ist. Ne? Das ist auch kein so großer Spoiler. Und ein schönes Steelbook. Das war übrigens der Hauptgrund, warum ich das in der Deluxe-Version haben wollte. Also hier vorne nochmal. Zack. Und von innen einmal. Sieht sehr, sehr schön verziert aus, finde ich. Ne? Ich mag Steelbooks. Wenn es eins gibt, dann versuche ich da auch dran zu kommen. Klappt nun nicht immer, weil die manchmal auch in solchen Collectors Editions drin sind. Ne?
aber so ist das halt manchmal. Dann gab es dann bei Rage 2 noch ein Goodie dazu, und zwar hier von der Goon Squad, das ist eine Fraktion in dem Spiel, so ein kleiner Buggy. Den habe ich auch schon ausgepackt. Der sieht so aus. Brumm, brumm, brumm. So brumm, brumm, brumm. So ein kleiner Buggy. Ich weiß gar nicht, ob der so eine Fahrautomatik hat. Ich glaube nicht. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Nur von oben nochmal hier so. Ne? Den gibt es auch so im Spiel. Ja, den kann man dann da kapern und auch fahren, crashen, mit rumballern, wie man auch möchte. So, mal gucken, ob ich das jetzt aufkriege. Zu Kingdom Hearts 3 gab es nämlich auch noch ein kleines Goodie dazu bei GameStop, nämlich ein kleines Yo-Yo. Einmal hier mit dem Kingdom Hearts Schriftzug und einmal, ne, das Symbol von der Monster AG. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch ein paar verschiedene von gibt. Falls das einer von euch irgendwie bei GameStop sich damals vorbestellt hat, das gab es für Vorbesteller dazu, und hat er da einen anderen Jojo drin, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich einfach mal interessieren, ob da jetzt immer der gleiche war oder halt nicht. So, was habe ich denn noch hier? Genau. Dann habe ich mir einen schönen Controller gekauft. Vor einiger Zeit. Ist schon ein bisschen was her. Und zwar der 8-Bit-Do SF30 Pro Controller. Ne, das ist ein, wie man schon sieht, hier in so einem Super Nintendo-Stil gehalten. Den kann man für die Switch, für den PC, macOS, Android, von Raspberry Pi kann man den benutzen. Per Bluetooth verbundbar. Ich glaube, das sagt man so. Kann per Bluetooth verbunden werden. Das ist ein Bluetooth-Controller. So sieht er ausgepackt aus. Ja, ziemlich schön. Hier hast du die zwei Sticks. Die sind ein bisschen kleiner als beim Switch Pro Controller, aber die stehen denen nichts nach, finde ich. Genau, Start, Select, Plus, Minus Buttons. Hier die vier Shoulder Buttons. Ne? Weil der Switch Controller, der hat halt vier mittlerweile. Man kann auch jedes Switch Game damit zocken. Ja, ich habe mir jetzt vorrangig für Fighting Games und so und Retro Spiele gekauft, die man dafür die man für die Switch auch bekommt. Ich habe damit allerdings auch mal testweise Paladins gespielt. Ist das so Paladins? Ja, genau. Das ist ja so eine Art Overwatch-mäßiges Spiel. Und das ging erstaunlich gut damit. Also klar, es gibt eine gewisse Eingewöhnungszeit, aber es hat es hat schon sehr gut damit funktioniert, finde ich. Der hält auch relativ lange. Ne? Also, da hat man auf jeden Fall mit einer Ladung lange was von. Dann habe ich noch etwas Besonderes mir zugelegt von jemandem, der ein Community-Projekt gestartet hat. Und zwar in der Facebook-Gruppe PlayStation 1 Collectors Club. Da hat jemand per 3D-Drucker von Resident Evil die Schlüssel nachgebaut und oder eben in der Art gebaut, ne? Also Resident Evil Merchandise so gesehen mit 3D-Drucker und so kleine Virusfiolen, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch jetzt erstmal die Schlüssel, wie die überhaupt aussehen. Das haben wir einmal hier, die Rückseite. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, so ein bisschen an wie Holz. Ne? Das war jetzt, finde ich, war jetzt auch nicht so ganz billig. Hier haben wir den Rüstungsschlüssel. Ich habe für beides insgesamt 37 Euro bezahlt. Ich habe beides, also per Einzelbestellung sollte das jeweils 20 kosten. Für beides halt 37, weil nur einmal Versand. Und hier hat er sogar an den Schwertschlüssel gedacht, derjenige. Mir fällt der Name jetzt leider nicht mehr ein. Auf jeden Fall war das vom Preis her, ja, es geht, finde ich. Wahrscheinlich war das sogar ein sehr guter Preis, weil ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie hoch die Materialkosten sind von den 3D-Druckern. Ich glaube, die sind gar nicht mal so günstig. Wer da besser Bescheid weiß und da schon mal mit rumhantiert hat mit so einem 3D-Drucker, der kann mir da gerne mal Bescheid geben. Und dann hat er hier
so kleine Fiolen noch gebastelt. Ne? Steht auch herzallerliebst Umbrella Corporation drauf. Ne? Ist hier, glaube ich, das der Antivirus soll das darstellen. Genau, das hier ist der ziemlich coole G-Virus. Ne? Und einmal, ne, der ist auch blau, ne? Genau, der T-Virus. Ist natürlich nur Merchandise, ne? Nicht, dass man hier jetzt meint, oh, der hat da irgendwelche Virusfiolen und Nein, natürlich nicht. Das ist irgendwie so ein Isopropanol-Gemisch mit Farbstoff oder sowas in der Art. Aber finde ich auf jeden Fall von der Idee her sehr, sehr geil. Freut mich als langjähriger Resident Evil-Fan auf jeden Fall sehr. Ne, bei so Community-Sachen bin ich auf jeden Fall, sofern es mir möglich ist, gerne dabei. So, dann hat mir meine, wir kommen langsam zu Ende, keine Sorge, aber ein letztes oder zwei letzte Sachen, oder hat mir meine liebe Mutti zwei Tassen mitgebracht. Den Karton von einer seht ihr schon hier im Regal, nämlich die Super Mario Tasse. Ich mag Tassen, ich stehe voll auf Tassen. Und zwar diese hier. Und am geilsten finde ich den Schriftzug. Was steht da nochmal? What doesn't kill you makes you smaller. Sehr, sehr schön. Und die habe ich noch nicht ausgepackt. Einmal von Star Wars. So eine Stormtrooper-Tasse. Finde ich sehr cool. Also für sowas bin ich eigentlich immer zu haben. Ich glaube, ich habe auch keine einzige normale Tasse bei mir im Schrank, sondern nur so Nerd-Tassen. Aber so ist das halt, ne? Gut, das war's dann jetzt auch. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Zusehen. War zwar jetzt ein bisschen holprig, so ja, nach meinem Empfinden. Aber wie gesagt, ich werde das auch nicht schneiden. Ich werde das so hochladen. Ne? Bei den weiteren Videos, da werde ich natürlich etliche Pausen und so weiter, werde ich dann wieder. Ne? Ich habe halt angefangen, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, störende Sachen versuchen rauszuschneiden und auszubessern, sodass es halt ein bisschen auch besser wirkt, so Qualitätssteigerung gibt. Ne? Aber jetzt für dieses Video hier, das dient vorrangig der Information und so als Gimmick Pickups, die ich entweder vergessen habe oder die man halt so zwischendrin so, die keinem bestimmten Thema zugeordnet sind, ja, die ich halt so zwischendurch mal präsentieren kann, wollte ich jetzt ja einbringen, damit ihr halt auch noch was zu sehen habt. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr sonnig und auch sehr, sehr warm. Macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.